Der Münchner Modepreis geht jetzt in die richtig heiße Phase und ihr könnt mit dabei sein. In den Geschäften der Innenstadt, wie hier im Hürmer, könnt ihr die nominierten Kollektionen sehen. Und wenn euch eine davon besonders gefällt, dann geht doch einfach auf münchen.de und unterstützt sie mit eurer Stimme. Was es sonst noch zum Modepreis zu wissen gibt, erzählen euch jetzt die Organisatoren selber. Der Münchner Modepreis ist der offizielle Modepreis der Landeshauptstadt München, der zweijährlich jetzt vergeben wird. Heuer zum zweiten Mal, also Start war 2016. Und es geht darum, dass Nachwuchsdesignerinnen und Nachwuchsdesigner der drei großen Münchner Modeschulen hier mitmachen können, vorgeschlagen werden können von ihren jeweiligen Fachleitungen und dann den Münchner Modepreis gewinnen können. Also die Kollektionen werden in 9 Geschäften der Münchner Innenstadt ausgestellt. Am einfachsten ist es, in die Stadtinformation zu gehen, sich den Flyer mit Stadtplan zu holen und dann wie bei einer wunderschönen Innenstadt-Schnitzeljagd die einzelnen Geschäfte zu besuchen, die Kollektion anzuschauen und dann bei unserem Partner münchen.de, dem Stadtportal, abstimmen, voten und mit etwas Glück auch tolle Sachen gewinnen. Mein größter Punkt, was mir eigentlich überrascht hat, ist nach wie vor eben Paris, dass ich finanziell das einfach mir leisten konnte, den Aufenthalt dort für ein halbes Jahr zu finanzieren. Und ja, das machte ich natürlich nicht nur gut in meinem Lebenslauf, sondern war für mich auch einfach eine Riesenerfahrung. Also wir setzen ganz bewusst beim Nachwuchs an. Wir hätten ja auch für etablierte Modeunternehmen einen Modepreis aufsetzen können. Das wollten wir gezielt nicht, weil es uns darauf ankommt, die gesamte Kultur- und Kreativwirtschaft vor allem im Bereich des Nachwuchses zu unterstützen. Wir haben ja auch ein Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft, das einheitlich berät und vernetzt. Und wir haben speziell für die Nachwuchsdesignerinnen und Nachwuchsdesigner im Modebereich diesen Münchner Modepreis. Aber München entwickelt sich in den letzten Jahren immer mehr und es entwickeln sich auch hier kleine Ecken, wo wirklich Kreative zusammenkommen und da merkt man richtig, dass hier sich was bewegt und ja, einfach viel mehr die Mode auch ausgelebt wird.